Liebe Camperfreaks, das ist die Tanja, ich bin der Perry und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video der Camperfreaks. Heute geht es darum, wie wir euch mal zeigen, wie wir uns auf einen Kurztrip vorbereiten mit dem Güni. Also freut euch auf mehr und ja, wir fahren jetzt weiter hier mit dem Elvis. Macht noch tierisch viel Spaß und alles weitere nach dem Intro. Boom! Wir fahren jetzt mit Günni zu Raule Wohnmobile, Appelgasse, Appelstraße, wie war Appelallee 100. Appelallee 100, so jetzt haben wir es. Da fahre ich jetzt zum zweiten Mal hin, da holen wir jetzt Gas. Tanja hat jetzt ein paar Tage Business-Termin in NRW, in der Nähe von Dortmund, in Dortmund, so rum. Und vielleicht machen wir noch einen kleinen Abstecher nach Holland, auch wieder ein Business-Termin. Müssen wir mal schauen, ob das klappt, die Woche noch. Und ja, wollte euch mal zeigen, wie wir das so... wie wir so den Günni auf Vordermann bringen, wenn wir mal auf so Kurztrip sind. Ein Gas natürlich gecheckt, brauchen eine. Wir waren ja in der Schweiz, es war bitterkalt, deshalb lief hier die Heizung die ganze Zeit übrigens top. Ich kann die Truba Gasheizung nur empfehlen, leise, stinkt nicht, wie bei einer Dieselheizung. Habe ich aber nie ausprobiert, können wir also nicht von Erfahrungswerten sprechen. Aber von dem, was wir so gesehen haben bei anderen YouTubern, die immer davon berichtet haben, dass sie ein bisschen, der andere fand es störender. Für den anderen war es viel, für uns, keine Ahnung, wir haben sie nie ausprobiert. Deswegen kann ich dazu nicht mehr sagen als das. Ja, und natürlich Wasser, das machen wir beim Wohnmobilhafen Wiesbaden. Also das habe ich schon einmal, glaube ich, bei einem Instagram-Post aber berichtet. Da könnt ihr wärmstens, kann ich euch wärmstens empfehlen. Toller Platz in Wiesbaden, also etwas außerhalb, aber schon noch in Wiesbaden. Und nette Betreiber und da gehen wir immer hin und entleeren den Güni und füllen auch mit Wasser. Heute Entleerung habe ich Gott sei Dank schon gemacht, puh, Glück gehabt und heute ist nur Wasser dran und Pipi hat er auch schon gemacht das letzte Mal und ja, freuen uns drauf und ab geht er. Befindet sich das Ziel auf der rechten Seite? So, Camperfreak, schaut mal hier die Schlange an. Und warum? Weil der Sprit heute in Wiesbaden günstig ist. Diesel 1,68,9. Das interessiert uns Camper ja. So, da vorne ist Raule. Wir müssen es auch gleich rechts gehen, aber ich sehe ihn schon. Ja, da fahren wir jetzt rein und den kann ich euch wärmstens empfehlen. Kleiner Shop drin, aber der hat es in sich. Wie gesagt, gute Preise. Hier seht ihr die Wohnmobilie. Geht schon los hier. Hier geht es jetzt rein. Wohnwagen, ganz viele. Und ja, jetzt schön aufpassen. Ups, Campi ist runtergefallen, aber egal, passt schon. So, Parkplatz für Günni auf der linken Seite. Ah, da sehe ich schon, das ist heute. Da, viele Pfützen hier, viele Pfützen hier. Ah, das geht schon, geht schon, geht schon. Kriegen wir alles hin. So, ich glaube, wir sind ja Kurzparker und da stelle ich mich mal ganz frech hier drauf. So. So, jetzt haben wir mal die Gasflasche raus. Ein Kilo. Die wird nämlich jetzt ausgetauscht. Wir haben da auch einen Gasprüfer. Den kann ich euch mal kurz zeigen. Hier der Gasprüfer, hier seht ihr ihn mal, haben wir aus Amazon, was hat er gekostet, nicht die Welt. 15 Euro, 20 Euro sowas. Premium Füllstandprüfer heißt er. Gehst du hier drauf, hier ist übrigens so eine Gumminippel, Gummierung, genau so rum. Gehst du hier drauf, siehst dann, oh, es ist rot, also da vorne ist so ein LED-Lichtlein, rot heißt leer. Okay, bis dahin geht's nicht. Und hier
Ja, schon oben leer. Auch. 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 Oh, ist die auch ganz leer? Ne, da unten haben wir noch ein bisschen. Ja. Oh ja. Also den können wir schwärmstens empfehlen. Ich guck mal, wenn ich den Link finde, verlinken wir euch das auf Amazon, könnt ihr euch den holen. Also wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und stimmt immer. Also bis jetzt, ja, hat's gepasst. So, jetzt hole ich zum allerersten Mal meine Gasflasche raus. Das haben davor andere für mich gemacht, weil wir haben auch so oft auch nicht Gas benötigt. Aber jetzt durch unseren Schweizaufenthalt ist das jetzt ein bisschen häufiger der Fall gewesen. Ich muss auch aufpassen, weil ich habe eine kleine Behinderung hier, Finger. Der ist hinüber. Aber vorher sollte ich vielleicht erstmal das Gas abdrehen. So, rechts ist aufdrehen, links ist zudrehen. So, dann machen wir das doch. So, das habe ich jetzt abgedreht. Das muss ich jetzt hier noch aufbauen. Mann, habe ich das stramm zugezogen. Das kam auf. Ah, okay. Gut, jetzt haben wir das auch mal gelöst. Man muss da drauf drücken. Dann löst sich das. Für alle Neukämpfer, die wie wir erst seit 10 Monaten dabei sind. Ganz wichtig. So, wird's gemacht. Wenn wir eine Gasflasche rausgeholt haben. Genau. Und wie, also rein gemacht. Nee, das habe ich auch nicht. Nee, doch, das letzte Mal. Gut, wir wollen es ja nicht immer zum Spött machen hier. Und da wird es jetzt aufgedreht. So. So. Ich glaube, das ist normal. Ein bisschen nach Gas. Hallo. Hallo. So, dann holen wir das jetzt raus. So. So, jetzt gehen wir ein bisschen zur Seite, bitte. Ich brauche ein bisschen Platz hier. So, ein netter Herr hat uns gerade geholfen mit den Gasflaschen. Weil, wie gesagt, ich mache das zum ersten Mal, abdrehen, zudrehen und Linksgewinde, bla bla bla. Habe ich jetzt auch rausgeholt. Ging ein bisschen schwer. Ja, nicht so oft gemacht. Aber nichts kaputt gemacht, nichts zerkratzt. Alles tippitopp, ist bei uns ja ganz wichtig. Jetzt hole ich die auch noch raus. Die hat zwar noch bis hier, aber wir wollen auf Nummer sicher gehen. Wie ihr seht das hier, ich habe noch bis hier Füllstand, das hat mir euch ja gezeigt. Aber bis hier nicht mehr. Also das ist nur noch das bisschen. Und da wollen wir lieber auf Nummer sicher gehen. Die tauschen wir auch aus. Alle beide, wir sagen euch gleich, was es gekostet hat. Ihr dürft nicht vergessen, wir haben Februar 2023, da ist Gas ein bisschen teurer. So, jetzt bringen wir die Gasflaschen natürlich ins Kämmerchen. So, vorsichtig. Also die ist leer. Also das spüre ich, die hat noch. Mhm. Die hat noch, naja. Also hier sind die Gasflaschen, ich war das letzte Mal hier, wie gesagt. Stellen wir jetzt mal hier vorne hin. Also die hat... Naja, okay. Gut, jetzt gehen wir da rein. Hier, Raule, mobile Freizeit, Wiesbaden. So, Füße abtreten. So, die Gasflaschen haben wir jetzt bezahlt. Gleich sagen wir euch auch, was sie gekostet haben. Jetzt seht ihr hier den Shop-Bereich. Klein, aber fein, sage ich dazu. Wie gesagt, beim ersten Mal habe ich mich hier ein bisschen länger umgeschaut. Heute gucken wir nochmal so ein bisschen. Also hier gibt es einfach alles... kompakt, sag ich mal. Ja. Und von den Preisen her finde ich auch top. Hier habe ich mir damals genau den Cleaner geholt. Hier wie die Toilette. Genau hier, die habe ich mir geholt. Die kann ich nur empfehlen, die Power Taps von Dometic. Da stinkt das Klo auch nicht. Also hier ganz klare Empfehlung von unserer Seite. Und wie gesagt, bei Raule hier, wir kriegen dafür kein Geld, ist nicht gesponsert, also da wird es auch nicht hier Dauerwerbesendung irgendwo eingeblendet von unserer Seite, sondern wir zeigen euch das einfach nur, weil ich hier finde, hier kann man hin. Hier gibt es auch Campingstühle. Finde ich auch ganz cool hier. Die sind immer sehr, sehr wichtig. In Griechenland haben wir uns einen Wolf danach gesucht. Also gab es nirgends. Und ja, die gab es schon, aber eher so Klapperdinger. Ne? Ja, Klapperdinger. Wir haben auch ein Klapperding gekauft und das Klapperding ist auch nach 2 Wochen kaputt gegangen. So klappert es. Genau. Also, alles, was das Herz begehrt, können wir nur empfehlen. Raule Wohnmobile, wie gesagt, Eppelallee 100 in Wiesbaden. Könnt ihr hin und jetzt geht's ab zum Gas. So, das, liebe Camperfreaks, glaube ich, wird jetzt auch das Highlight des Videos. Ich zum allerersten Mal und die Gasflasche.
Mal sehen, ob wir Freunde werden. So, jetzt spannt ihr mir zwei Kopf. Oh je, ja, da spürst du das Gewicht. Jetzt weiß ich auch, was sie meinen, dass man das auch am Gewicht erkennen kann, ob die Flasche leer ist oder voll. So vorsichtig hier. Autos. Wollen wir niemandem Leid zufügen. So. So, dann tun wir erstmal hier die eine. Die andere tun wir gleich rein. So, dann muss man busy. Alles wieder so ein bisschen hier zeigen. Ja, ein bisschen hier weg. Für die allererste. So, ein bisschen Platz für den Papa. So. Die haben wir jetzt drin. So, man hat es jetzt empfohlen, es auf rechts erstmal zu probieren. Also, so wie es richtig von ist. Von Menschen, die sowas öfter machen, sollte man den Ratschlag annehmen, ne? Genau, drehen wir das hier noch. So, also die erste ist jetzt drin. Bitte dann auch gleich erstmal befestigen. Dann haben wir das schon mal. So, da rein. Oder ich würde sagen, ja. So. Hier dann auch. Und lasst euch da echt nicht stressen, wenn ihr das zum allerersten Mal macht, wie ich, beziehungsweise wie wir jetzt. Die Tanja wird das auch irgendwann mal machen, damit wir beide das können, wenn ich mal vielleicht ausfallen sollte. Ihr seht ja, ich habe ja eine Behinderung. Ja. Und trotz der Behinderung stehe ich meinem Mann. Ja, ja. So. Ich sag zu der Behinderung jetzt mal nichts. Die Behinderung ist da und da ist was Rotes. Kann man das einfach so durchdrücken, da ist was Rotes. Seht ihr das? Zeig mal das Rote. Mhm. Ja. Ist aber egal, da kommst du trotzdem rein. Ja, die Dinger machen wir jetzt ab, ganz wichtig. Weil ich möchte nicht schon wieder. Das andere hat er abgemacht, oder? Mhm. Hier. Gut, das tut woanders hin. So. Muss ich nichts zerkratzen. Ich kann heben, ich kann alles machen, aber nicht zerkratzen. So, drin ist er. So, Kämmerfreaks, wir waren jetzt etwas schneller und haben das leider nicht im Bild jetzt festgehalten und Ton. Aber hier, zeig mal bitte hier. Also das habe ich jetzt rangeschraubt. Ganz leicht, überhaupt kein Thema. Wie gesagt, wir haben hier ein Linksgewinde. Einfach draufpatschen und dann hier drehen. Und dann handfest drehen. Es gibt aber auch einen Schlüssel, den holt uns jetzt. Dürfen wir sie filmen? Dürfen wir sie filmen oder wollen sie das nicht? Muss nicht unbedingt. Okay, muss ich sein. Also zeigen wir euch dann gleich den Schlüssel. Danke. So, die Gasflaschen sind jetzt drin, alle beide. Der nette Herr, der Mitarbeiter hier des Hauses, er wollte natürlich nicht gefilmt werden, was auch für in Ordnung ist. Muss ja jeder seine Nase auf YouTube halten. Dafür gibt es ja uns. Jedenfalls hat er uns sehr geholfen und so ein paar Tipps gegeben. Wie zum Beispiel, dass man die Flasche, also man hat, wir haben ja zwei, die lassen wir aber abgedreht. Wir hatten beide immer auf. Da haben wir gesagt, okay, das geht dann automatisch. Hier, wir haben ja das Truma-Duo-System, da seht ihr es. Das geht dann automatisch. Nur wissen wir ja dann nicht, wenn wir einfach mal zu faul sind zu schauen, ob beide Gasflaschen jetzt voll sind oder nicht. So wissen wir dann halt, so ist halt, ist es sicher gegeben, dass wir wissen, okay, die eine ist noch voll und die andere ist leer. Also von daher guter Tipp. Und wie gesagt, immer handfest zumachen, dann klappt das auch mit den Gasflaschen. Hier nochmal einen abschließenden Blick auf die Firma Raule Reisemobile. Ja, für den Wiesbadener Stadtbedarf finde ich so als kleiner Campingausstatter wirklich zu empfehlen. Haben ein gutes kleines Sortiment von Dingen, die nützlich sind und brauchbar sind. Und so wie ich das sehe, sind sie Vertragshändler von Detlefs Reisemobile, weil ich jetzt hier nur Detlefs Wohnmobile auch gesehen habe. So, und jetzt müsste auch gleich unser Güni um die Ecke kommen. Ja,
wieder mit vollen Gasflaschen. Weiter geht's zum Reisemobilhafen Wiesbaden. Da fahren wir jetzt. Hier geht's ein bisschen hoch. Da wird ja Günni immer, hatte ich euch ja gesagt, immer fit gemacht. Hier geht's dann hier links rein. Wie gesagt, nette Betreiber. Sehr, sehr gepflegt, sehr sauber. Wie die Sanitäreinrichtungen sind, kann ich euch nicht sagen, aber der Platz spricht für sich. Also gehe ich mal stark von aus, dass die Sanitäreinrichtungen auch tippitoppi sind. Hier seht ihr, ich gehe mal mit meiner Rübe ein bisschen weg. Ganz viel Platz hat man hier. Und ja, kann ich euch einfach nur empfehlen. Und da vorne gleich, wenn du nach vorne schwenkst, sehen wir es gleich. Hier ist die Entsorgungsstation hier links. Hier wird Günni immer für 2 Euro. Finde ich absolut fair. Können wir ihn komplett sauber machen. Also Toilette, Abwasser, alles fertig. Und da vorne kriegt er gleich sein Wasser. Kostet auch nochmal 50 Cent, glaube ich, oder 70 Cent. Sage ich euch dann gleich und ja, ist auch alles top. Also, das ist der Schloss, das Trinkwasser-Set, Drinking Water-Set, habe ich gekauft. Weiß jetzt nicht genau wo, bei welchem Händler, ich habe es jedenfalls online, von GK. Ist richtig toll, habe ich vom Womo-Blog, kann ich euch nur empfehlen, den YouTuber. Der hat damals einen Tipp gegeben, hier, wir haben auch Messinganschluss, also richtig sauber, Trinkwasserschlauch. Das ist Lebensmittelqualität, heißt also wirklich dafür auch super geeignet. Und ja, den bringe ich jetzt mal an. So, das ist hier unsere Trinkabnahmestation, sage ich jetzt mal. Kostet 50 Cent für 40 bis 50 Liter oder 10 Cent für 8 Liter, absolut fair. Einmal haben wir Trinkwasser und da ist eher kein Trinkwasser. Und ja, die schließe ich jetzt hier an. Ganz normaler, ja, so rum, mein Freund. Also mal schnell Anschluss wird hier angebracht und angeflanscht. So. Hat schon richtig. So, jetzt da drin, das noch ab und weiter geht's. So, jetzt machen wir hier unseren Günni mal auf. Na, so rum. So, auf. Hier alles wieder zudrehen natürlich. Gucken, checken. Alles auch zu. Ja, perfekt. Das da hinlegen. Schlauch rein. Alles zu. Genau. Schlauch rein. 50 Cent. In die richtige hier. 50 Cent. So, da geht jetzt das Wasser rein. Ihr seht, da haben wir einen schönen Druck. Gut, ihr seht es nicht ganz, aber ich ziehe ein bisschen raus. So, das ist annehmbar. So. Da kriegt jetzt unser Günni die volle Ladung halt. Da seht ihr das? So, Günni ist gleich voll. Hier haben wir ihn jetzt. Hier jetzt. Und so, wir drehen auch ab. Sonst haben wir ihn zu voll. So. Raus mit dem Schlauch. So, wie sie abtropfe. So. Also, kann ich nur empfehlen. Macht Spaß. Sorry, ich muss mal gucken. Ich dachte, da tropft was. Alles gut und ja, toller Schlauch. So, der Mavericks, weiter geht's. Wir waren jetzt hier Reisemobilhafen, habt ihr ja gesehen, hat ja alles super geklappt. Und ja, kann euch das nur empfehlen. Reisemobilhafen Wiesbaden, googelt es, da findet ihr es auch gleich. Toller Platz, alles da, was man braucht. Und ja, ganz wichtig, abonniert unseren Kanal. Das war's diesmal. Ich hoffe, wir konnten euch einige Tipps geben. Ich hoffe, ein paar Lacher waren auch dabei für euch. Und ich hoffe, in meiner Behinderung wird es bald besser.